Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Ja, wir wollten uns aufmachen zu dem entweihten, nicht Sumpf, ne, wie ich es im letzten Part so schön sagte, sondern Stumpf. Ein Baumstumpf. Da wollen wir hin, da gehen wir auch hin, da machen wir uns hin auf dem Weg. Ich habe jetzt mein Inventar mal durchgeguckt und mal das, was ich auswechseln konnte, ausgewechselt an Klamotten, weil hier die Drop-Sachen tatsächlich Kurs 10 ja schon sind und wir ja noch Sachen anhaben, die da einfach nicht hinlangen. Das zeige ich euch jetzt auch gleich mal. Wir haben ja hier noch Sachen, das ist Kurs 8. Ich meine, es ist zwar blau, aber es ist Kurs 8. Ne? Das habe ich jetzt ausgewechselt. Das ist schon Kurs 10. Das hier wäre noch Kurs 9. Und ich gucke da jetzt einfach immer mal durch. Hier wäre zum Beispiel eine Klinge, die ist nee, von der Waffenkraft schlechter tatsächlich. Na. Ist halt ein bisschen mehr Crit drauf. Also die ziehen wir jetzt nicht an. Ich habe schon da so ein paar Sachen jetzt ausgewechselt und überhaupt und sowieso. Ich würde mir ja auch das Geburtstags-T-Shirt anziehen, aber da es mir hier zu sehr regnet, will ich nicht nur mit T-Shirt rumlaufen, deswegen bleibt mir der Hoodie an. So, ja genau, also zu dem Stumpf gehen wir jetzt. Was haben wir hier denn? Oh, hier haben wir jetzt unsere ersten Vampire. Gefangene im Hain befreien. Oh, die ersten Vampire haben wir. Ja, mit dem Reden wird nicht viel helfen, ne? Da können wir nur zuhauen. Ja, ja, nehmen Sie sich in Acht. Hier, kommt her. Und Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hier, komm. Zack, zack. Dann wollen wir doch mal sehen, dass wir die hier kaputt kriegen. Einwandfrei. So, dann hätten wir den ersten. Oh, was bist du denn hier für ein Kumpel? Ja, lauf lieber weg. Verkrümel dich. So, hier die nächsten. Lass den da mal frei. Ne? Also so geht das hier nicht. Was seid denn ihr überhaupt für welche? Leider kann man die... Ah, die Vampire... Vampire. Vampire sind so verhüllt, man kann die leider gar nicht so, so richtig sehen, ne? Weil die ja immer diese Masken und Schutzbrillen und so aufhaben. So. Bitteschön. Vergib uns unsere Schuld. Ja, ja. Alles ist gut. Lauf nach Hause. Hallo? Du willst nicht einer von denen sein. Glaub mir, niemand möchte einer von denen sein. Wir sind hier nicht bei bis zum Morgengrauen, ne? So toll wie da dargestellt sind Vampire nur noch nicht. So. Jetzt lauf weg hier. Los, hau ab. Ich bin nicht ich. Ich bin nicht ich. Ja, das glaube ich nämlich auch. Litovoi Vintila töten und das Opfer aus dem Ritualdings da befreien. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ist denn das große Vieh da? Das ist natürlich... Den sollte ich mir vielleicht erst pullen, oder? Weil der da ja im Kreisel herumläuft. Und ich glaube, zwei sind da ein bisschen ungünstig, wenn ich da zwei so große habe. Ah, der kann, der widersteht Debuff-Effekten. Okay. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dann braucht das ein bisschen länger, da drauf zu hauen. Egal, kann ich nicht ändern. Komm her. So. La. Ne. Komm her hier. Ja, ja. Ja, du, ich lass mich von deiner Kugel bestimmt nicht umkugeln hier. Das kannst du aber gleich vergessen. Das kann ich dir versprechen. Aber guck mal, was der für eine coole Rüstung anhabt. Ne? Ihr habt, könnt da ja ein bisschen... ihr könnt da ja ein bisschen besser gucken wie ich. Ich muss ja immer noch ein bisschen schauen, wo ich hinlaufe, damit ich nicht die nächsten Vampiranflug hier mir wieder pulle und so. So. Und ich gucke ja mal, was der für Skills macht und überhaupt, ne? Um zu gucken, ob ich irgendwas unterbrechen kann, muss, möchte, mag. Aber ich finde schon, die sehen echt so cool aus, ne? Also die Rüstung, die der anhat, ist schon sehr, sehr cool. So, jetzt sollen wir hier die Tussi machen. Hier. Geh hier weg. Mach dich vom Acker. Ich sag es dir, was hat die denn? Saugt Gesundheit ab. Ja, aber nicht von mir, bitte, wenn es geht. Ja, vielen Dank. Was macht die jetzt? Ah, das ist ja echt gemein. Ermöglicht bei 5 Stacheln den Einsatz mächtiger Blutrituale. Okay. Oh Gott, ich muss mal... ich sehe schon, ich sehe mich hier gleich davon. Vielleicht sollte ich die das nächste Mal erst lesen, ne? Die Buffs, die die hat. Das macht im Normalfall auch Sinn, ne?
Ich stürze darin, als ob es keinen Morgen gibt. Guck mal, da fliegt sie weg. Seht ihr das? Da oben. Da. So, hier. Los, hau ab. Gnade. Haben Sie doch Gnade. Ja, ich hab Gnade. Ich hab dich gerettet. Das hast du hoffentlich gesehen. Geh weg. Zu dem Hain weiter im Osten gehen. Machen wir. Auch das machen wir natürlich. So ist nun nicht. Mann, Mann, Mann. So. Wollen wir doch mal gucken. Ach so, ich könnte mal hier noch den... Zack. So. Tam, talam, talam. Okay. Ach so, ob der... Naja, der ist bestimmt nicht da, ne? Ich habe ja die Rare-Mobs hier wieder drin. Oh Gott, ich renne hier mitten in die Wölfe, renn hier. Da kommt etwas. Ja, Ziel erreicht zum Heim gehen. Da kommt etwas. Was kommt denn da? Ich habe doch hier die Wölfe schon gepult. Oh, 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 oh. Was ist denn da hinten noch? Oh, guck mal. Ah. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Hallo? Geht's euch hier irgendwie noch ganz knusprig, oder was? Den heiligen Baum verteidigen. Ja, das mache ich jetzt hier mal. Ach so, du bist ein Netter hier, ne? Du bist ein Kumpel. So, puh. Guck mal, da hängen so coole Sachen dran, ne? So Windspiele und sowas habe ich übrigens bei mir auch in den Fenstern. Ich mag das total. Ich finde das sehr nett. Ja, jetzt stehen wir da, wa? Du grünen Beschützer und ich. Ja, was denn? Schrei mal nicht hier rum. Mal, was ist hier denn? Weitere Feinde tauchen auf. Was ist das? Ein gerissenes Schaf. Guck mal. Da gucken die Rippen noch raus. Ja, ich bin ja schon wieder da. Ach so, Wölfe. Wölfe, Wölfe, Wölfe. Ah, ein Werwolf ist auch dabei. Okay. Ich sehe überhaupt nicht vor lauter Viehzeug hier. Und zwei Werwölfe sind da sogar bei. Okay. 25 Werwölfe schon getötet. Na, so schnell kann es gehen. So, also da lag ein angekautes Schaf, ne? Ich hab's genau gesehen. Was ist hier hinten? Guck mal, was ist hier denn noch? Das ist ein Menschenbein. Jetzt wird's langsam eklig. Okay. So. Dittele, dittele. Während wir auf weitere Feinde warten, skill ich mal geschwind hier noch eine Runde. Dann hätten wir das hier nämlich fertig bei dem Hammer. So, und dann können wir uns weiter in die Klingen stürzen. So. Ja. Na los. Ja, Mensch, das ist aber hier schon gemacht, ne? Muss man ja mal sagen. Hier liegt auch noch was rum, guck mal. Da liegt noch ein Bein rum, ist ja eklig. Immerhin, das Wasser ist noch klar. Aber das fließt auch schnell genug, das kann nicht so wirklich verdrängen. Das hättest du auch alleine geschafft. Übrigens. Aber naja, gut. Da, okay. Da kommen so zwei Raser. Rasende Rasers. Oh, das sind vier. Naja, gut. Okay, auf geht's hier. Mit Gebrüll. So. Oh, voilà. Ja, würdet ihr mal aufhören, mir hier irgendwelche Wunden zuzufügen, Mister? Echt, ey. Wie unhöflich. Loot, 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 loot. Aber nichts, was wir brauchen können. Alles klar. So. Was haben wir denn? Ach so, das ist das Achievement. Und hier weiß ich immer noch nicht so genau. Ich weiß nicht genau, was ich machen möchte. Hammer ist eigentlich auch schon cool. Hammer könnte man eigentlich auch spielen. Es macht auch Spaß. Macht halt im PvP Spaß, ne? Hammer. Ist ganz cool. Aber im Hinblick auf Dungeons werde ich wohl erstmal Pistole und Schrotgewehr oder Schrotflinte machen, glaube ich. Falls ich dann doch mal als Damage-Dealer mit will. Damit kann man halt ganz gut spielen. Da kommt was Großes. Du bist ein Alpha. Ja, hier, du Alpha. Oh, guck mal, da seht ihr das jetzt. Verbesserten Durchdringenswert hat er. Dann hat er erhöhte kritische Trefferchance. Dann hat er... Also, der hat einfach ein paar Sachen, wo man dann wirklich mal ein bisschen gucken muss, was für Buffs hat er denn da laufen, was genau macht er denn und gibt es irgendwas, worauf ich achten muss. Ich meine, okay, wenn der jetzt seine Sachen erhöht hat, da kann ich dann auch nichts dran ändern. Ne? Das ist dann halt so. Also, da kann ich ja nichts machen.
Aber es gibt einfach auch so manche Buffs, die könnte man dann umgehen, wenn man eine andere Skillung wählt. Das ist hier jetzt einfach nicht nötig. Okay. Die verrotteten Leichen vernichten. Okay. Die verrottenden. Ah, hier. Ja, hier, hier. Guck mal. Ach so, hier. Du bist hier ein Stück Leiche. Okay. 1, 2, 3. So. 6 Stücken. Das sind hier doch bestimmt hier. Ich wollte gerade sagen, es sind doch bestimmt die Beine und so, die hier rumliegen. Das dachte ich mir schon. Okay. So, na, die hat er nicht gezählt hier, oder was? So. Ach da, die Schafleiche zählt auch. Guck mal. Da ist noch was. Ja, Gott sei Dank, das ist auch so der Vorteil bei Klinge. Du brauchst halt die Sachen nicht ins Target nehmen, ne? Also, das ist halt unnötig, wenn du, außer du willst wissen, wie viel HP er sie es hat. Na, was ist denn hier los? So, zur ewigen Eiche gehen. Ja, machen wir uns dann gleich auf den Weg. So, jetzt. Ich musste die Wölfe erst töten. Ach, die Musik hier ist toll, oder? Weinende Braut. Ach so, sollen wir mal gucken. Ist das, ich weiß gar nicht, ob das zu einer Quest gehört oder ob das ein Rare Mob war. Ich glaube aber, das war ein Rare Mob. Ich glaube, die war hier irgendwo. Bach der Liebenden. Ja, ist das nicht romantisch? Aber, ich sehe hier keine weinende Braut. Vielleicht war die auch oben. Egal. Okay, wo sollen wir jetzt hin hier? Zur ewigen Eiche. Jetzt muss ich mal, da muss ich mal auf meine Map gucken hier. Wo sollen wir denn da hin? Da muss noch eine Lore sein. Hier habe ich halt wirklich so viel Zeug eingetragen. Okay. Ja, da. Nee, da müssen wir bei der weinenden Braut, da können wir schon lang gehen. Ich glaube, da sind wir schon ganz richtig. Wenn wir uns hier in die Richtung halten, glaube ich, passt das. Dann machen wir das mal. Upsala. Ja, da hat sich schon jemand erhängt vor Frust. So, zack, alles klar. Guck mal, da ist noch ein Händler hier. Ach, die ist in dem Gebiet gewesen, die ist auch toll, ja. Okay. Okay, ja, wir gehen jetzt aber hier weiter. Wir haben ja so viel zu tun. Das sind neuen Gebieten auch immer, ne? Ach, und dann kann man da noch und da könnte man noch questen und dies könnte man noch machen und jenes könnte man noch machen und ach Gott, ach Gott, ach Gott, es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun. So, was haben wir hier denn? Die ewige Eiche. Die verderbten Sprösslinge vernichten. Ja, mach ich. Mach ich auch. So ist nun nicht. Okay. 3 Stück. 3 so eine verderbten Sprösslinge sollen wir vernichten. Da liegt noch eine Mission rum, aber da kümmern wir uns nachher drum. Das ist ja kein Sprössling hier, ne? Das ist noch ein Sprössling, ne? Hier, würde ich sagen. Oder nicht? Nee. Okay, da hinten ist... Ach, das sind doch noch welche hier. Da steht noch so ein verfilzter Faun. Aber den wollen wir ja eigentlich nicht, ne? Ja, ist egal. Hier, komm her. Ja, ein Verderbter. Nicht ein Verfilzter, aber ein Verderbter, ne? Was so ungefähr aufs selbe rauskommt. So, kommst du mal mit? Da hinten ist nämlich noch so ein Sprössling, den ich jetzt brauche. Tut mir leid. Ach, und da ist auch noch ein Faun. Ja gut, ne? Wer hat, der kann. Dann machen wir mal unsere Buffs an und schmeißen hier mal unser Dings an und machen das so hier und dann geht das los. Dann wollen wir doch mal sehen, wer hier wen. Hier hörst du auf, mich durch die Gegend zu kicken. Bist du ein bisschen doof oder was? Ey, alter Schwan, sind die nervig, okay? So. Ja, komm her hier. Feigling. Den verderbten Beschützer töten. Oh, erstmal looten. Das stand nur nicht in meinem Questmarker, dass ich noch looten soll. So, wen soll ich jetzt hier töten? Was soll ich tun?
Ich töte hier alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das kann ich euch verraten. So, hier soll jetzt ein verderbten Beschützer rumlaufen. Stehen, mögen, möchten. Ach, der hier. Ja, du siehst ja auch sympathisch aus, Mensch. Komm mal mit. Ja, hier nicht. Boah, herkomm hier. Ab mit dir ins Eck. Komm her. Ich werde nicht so gern nass. Nee, nee, nee. Lauf mal ein bisschen ran hier. So, ja, vielen Dank. So muss das sein. Das finde ich sehr nett, dass du meiner Aufforderung nahe nachkommst hier, ne? So muss das auch. So ist das vollkommen in Ordnung. So. Zack, zack, zack. Ja, sag mal. Hast du da so auf den Boden gestampft, dass ich umfall? Das ist nicht höflich. So. Ja, wir haben ihn getötet. Wir haben die erste Mission aus dem Wald gemacht. Wir senden unseren Bericht. Oh, wir können dann sogar was aussuchen. Da können wir bestimmt was von brauchen. Also, man kann jede Krise zum Anlass für ein Trinkspiel benutzen. Wie der Waldgott bewiesen hat. Immer, wenn jemand einen Zweig abknickt, hoch die Tassen. Die leeren Gläser geben uns einen Hinweis darauf, wie die Dinge da draußen stehen. Ich habe nachgezählt, sie stehen nicht gut. Mythische Kreaturen haben ihre magischen Wälder und wir haben unsere industrialisierte Welt. Win-win. Allerdings werden die beidseitigen Vorteile dieser Abmachung von den dämonischen Aktivitäten massiv unterminiert. Glauben Sie mir, wir können es jetzt so gar nicht brauchen, wenn die Party Authority mit Massen von vertriebenen und wütenden mythischen Kreaturen überschwemmt würde. Ja, Kirsten. Ciao, ciao übrigens, Kirsten. Ja, ich glaube, wir nehmen das hier. Da haben wir zwar, verlieren wir ein bisschen Angriffswert, aber gewinnen halt dafür Gesundheit. Das ist, glaube ich, ganz cool. Was ist das hier? Gesundheit, Heilungswert und das ist halt Gesundheit zum Tanken. Okay, wir nehmen das. Und rüsten das auch aus hier. So, dann haben wir noch ein bisschen mehr HP. Im Vergleich machen wir aber nicht viel weniger Schaden. Jetzt ist der schon wieder neu gespawnt, ne? Ich sag es dir. Okay, jetzt warten wir mal, bis der da rum ist. Ich bedanke mich jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen. Ich positioniere mich hier jetzt schon mal irgendwo geschickt, damit wir die Nebenmission da annehmen können gleich. So, für den nächsten Part. Ich danke wie immer sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Sag bis dahin. Ciao, ciao.